Wir befinden uns in Donaueschingen in der Nähe der Kleingartensiedlung Haberfeld an der Breg. Die Feuerwehr Donaueschingen wurde alarmiert zu einem PKW im Gewässer. Sie ist hier angerückt mit drei Einsatzfahrzeugen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Rüstwagen und einem Einsatzleitwagen. Bereits auf der Anfahrt kam die Information über die Polizei, dass keine Person sich mehr im Fahrzeug befände. Somit handelt es sich nicht mehr um eine Menschenrettung, sondern um eine reguläre technische Bergung. Mit zwei Personen der Feuerwehr, die dann ins Wasser mit Watthosen gestiegen sind, konnten Bandschlingen an einer Fahrzeugachse befestigt werden und über die Seilwinde des Rüstwagens konnte das Fahrzeug aus dem Gewässer gezogen werden. Also nach unserer Wahrnehmung sind keine Betriebsmittel ausgelaufen, sodass sich auch ein Umweltschaden in Grenzen hält. Ein leichter Böschungsschaden im Bereich des Hochwasserdamms hat sich ergeben. Das muss dann durch die städtischen Behörden dann geprüft werden. Also gerade in einem Strömungsumfeld muss die Feuerwehr ganz besonders darauf achten, dass die eingesetzten Kräfte im Wasser gesichert sind und dass das Fahrzeug sich dann in seiner Lage nicht mehr bewegt. Die Breg führt zurzeit kein Hochwasser, aber hat eine durchaus ordentliche Durchflussmenge, sodass da ständige Aufmerksamkeit gegenüber der im Wasser eingesetzten Kräfte gewährt sein muss.